Ja, meine Lieben, es gibt mal wieder ein kleines Grillschunkie unterwegs. Aber nicht ganz alleine unterwegs. Hallo. Ja, er hat mich abgeholt zu Hause, war gestern schon da und wir fahren jetzt nach Sindelfingen auf die Grill and Barbecue. Mann, wie soll ich denn bei der Ruckelei die Cam ruhig halten? Die vernünftige Cam macht Autostabilisierung. Oh, furchtbar. Naja, egal, wir werden mit Sicherheit viel Spaß haben heute und ich hole euch wieder dazu, wenn wir da sind. Wir haben es jetzt 21:45. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Bis nachher. Also Leute, wir sind jetzt da, parken direkt an der Messe dran. Gott sei Dank, letztes Jahr war es eine halbe Busreise. Ja, wir schauen jetzt mal rein und gucken, was es so gibt. So Freunde, nachdem ich ja letztes Jahr hier mit diesem Papadeckel-Burger da eingegangen bin, bin ich dieses Jahr an diese hauseigene Theke von der Messe Sindelfingen gegangen und habe mir ganz einfach ein leckeres Chili con Carne geholt. Reicht mir vollkommen, aber jetzt wird es langsam Zeit, dass ich mit der Cam ein bisschen rumlaufe. Und ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben oder empfehlen, bei dem Eumel hier zu gucken, weil der filmt definitiv mehr als ich. Ein Busy. Soll er doch. Nee, egal. Aber ein bisschen Film tue ich jetzt auch noch. Versprochen. Also, ihr werdet es ja gleich sehen. Also wie gesagt, haut euch das Video von Christian rein. Der geht das Ganze ganz anders an als ich. Ich muss ihn leider loben. Hut ab. Mal kurz ausgeliehen von einem Fan von uns. Ja. Hat das Film was gesagt? Wir dürfen dich filmen? Natürlich, dürft ihr mich filmen. Ja, und wer bist du? Ich bin der Daniel Hörle, ein Fan. Geschichte zu der Soße, und ich bin echt beeindruckt, was immer für Sachen kommen. Echt genial, echt super. Ja, was hätte ich ihn jetzt noch vergessen zu filmen, weil der haut schon wieder ab. Genau, ich gehe weiter. Ich bin schon seit um 10 Uhr. Okay, dann darf er. Okay Leute, aber ich schaue jetzt weiter. Viel Spaß noch. Oder in Speisekammer. Also ich glaube ohne das. Onions and bacon. Onions and bacon. Ah ja, Leute, jetzt habe ich jemanden entdeckt. Grüß dich, danke. Oh, alte Hütte. Freut mich, dich zu sehen. Okay. Jawohl, Feuer frei für die Perndickiger. Hier gibt es den Räucherknochen in der Verkostung. Hier kann man sich meine Knolle ansehen. Wenn ihr ihn riechen würdet, ihr würdet sagen, Donnerwetter, Räucherknoblauch aus Berlin. Sehr mild. Oh, geil. Geile Fuhre, ne? Ja, brauche ich genau. Ihr Fernseher, guckt mich mal an, was schätzt ihr, wie alt ich bin? 130 Jahre, sieht man meine Hand, ne? Top in Form, gelenkig wie ein Kachelofen und flott wie ein Turnschuh. Bitte, viel Spaß. Thank you.
Jetzt ist ja doch die Frage, wer gilt denn heute für uns? Möchtet ihr vielleicht ein paar Sätze zu Hause? Sehr gerne. Also wir sind Heimat Bankro, ist ein Verbund aus zwei Jungs, das sind wir. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen Schnick nach Schluck gemacht. Kannst du so nach dem Grill auf den Steak reiben? Ich snack den zu Hause vom Kern anstelle von Chips. 1, 2, 8. Oder sowas. In der Großflasche. Das wäre auch. Okay. Für mich immer noch mit die besten Kohlen überhaupt. Was auch ganz nett ist, es sind immer wieder die Gesichter, die man trifft. Aber eigentlich wollte ich jetzt gerade nach oben gehen. Dieses Jahr haben sie oben auch was, gell? Ja, auf jeden Fall. Die Bar- und Smoker-Fans sind oben und die solltest du auf jeden Fall ankommen. Ja, ich war ja schon oben. Naja, also. Aber mit den Zuschauern war ich noch nicht oben. Ja. Das mache ich jetzt. Aber dafür hast du jetzt das erste Mal die zwei schönsten Gesichter von YouTuber mal drauf. Also geh mal lauf, Leute. Das Gesicht kennt man ja auch zur Genüge. Und da schnau ich mal jetzt einen Kaffee. Ja, Kaffee gibt's hier in Raummengen. Ja, so ein kleiner Gesamtüberblick hier über die komplette Ausstellung. Chance im Mall wird anscheinend auch immer größer. Mit unser Bestes. Ich habe es ganz schön geändert. Inklusive Höhenverstellung 179,90. Wir können dementsprechend da halt nochmal ein bisschen was runterrechnen, wenn ich jetzt die Lage 10. Irgendwie wurde hier die verrückte Idee geboren, dass so die ganzen YouTuber und Blogger mal auf die Bühne gehen. Ich weiß gar nicht, wer da auf diese dumme Idee gekommen ist. Und ich richte jetzt auch die Kamera auf niemanden aus. Und was hast du jetzt da oben vor mit uns? Wir sehen nur alle hübsch aus. Okay. Wir müssen da aber aufbauen, ne? Und gucken wir mal, ob wir das hinbringen, weil ein paar. Ich filme hier einfach mal schnell in die Runde. Ich bleib doch. Ein paar sind es ja geworden. Naja, schauen wir mal, was da abgeht. So. Ich mach's aber so selten, das ist so geil. Ja, ich soll mir auch mal sowas zulegen. Ja, das macht einfach Spaß. Aber du weißt ja, das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Ja. Und ich habe jetzt von dir schon wieder ein paar Gewürze bekommen. Und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, auch dir Dankeschön zu sagen. Ja. Boah, nein, geil. Hey, du weißt aber, dass sie ins Büro stellen. Das kannst du gerne ins Büro stellen. Ja, ich meine, dafür ist er ja auch da. Ja. Ihr habt da noch zwei Aufkleber rein in die Tasse. Vielleicht findest du ja einen netten Platz dafür. Die kommen auf meinen Hänger drauf. Ist wunderbar. Ja, ich könnte unseren Hänger überholen, aber das ist unser Grillschrank im Hänger. Ja. Geil! Eierstark, das gefällt mir. Cool. Ja. Das ist meine erste Tasse übrigens. Außer die, die wir selber trocken haben lassen. Echt? Ja. Wir trinken normalerweise bloß Bier, deswegen kriegen wir noch keine Tassen. Kollegen, ihr habt ihm von euch noch keine Tassen gegeben. Dann wird es aber Zeit. Die Tasse. Warum muss ich immer einen Anfang machen? Ja, eine geht voraus, ne? Ja, Leute. Der Tassenmann. Und somit verabschiede ich mich hier jetzt von dieser Veranstaltung, von dieser Messe. Fahr mit McAllister nach Hause und da sehen wir uns dann noch zum kleinen kurzen Fazit. Auto. Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich dann einfach mal gesagt. Kein Problem. Also ich bin da total frei, locker lässig oder so. Das ist schön. Oder so ähnlich. Ja, ganz locker. Ja. Bringen wir noch mehr. Okay, Leute, wir sehen uns.
Bis gleich. Du machst es gut. Ja, Freunde, wir sind wieder bei mir zu Hause angekommen. Es war ein schöner Tag heute. Ja. Schön war's. Autobahn etc. pp. Sind wir wunderbar durchgekommen. Super, genial war das. Ja. Und nochmal besten Dank für die ganzen tollen, netten Gespräche, was man geführt hat auf dem Treffen. Ja, und in diesem Sinne werde ich den hier jetzt schon verabschieden. Ich frage aber nicht, wann er wiederkommt. Weil kann das nicht so lange dauern. Das macht er sowieso einfach. Okay, Christian, wir war sehen ein uns. Geiler Tag, viele nette Eindrücke, ja. Super Leute getroffen. Wunderbar, wunderbar. Aber die Ergebnisse, ja, werdet ihr eventuell im Laufe der Zeit bei mir noch sehen von den Gesprächen. Alles klar, das war's. Ich bin raus. Ja, wir sehen uns, Leute. Ciao. Leute, was ich jetzt noch vergessen hatte zu sagen, mein Video kommt zuerst ziemlich schnell. Im Anschluss wird dann das vom McAllister rauskommen, das Video von diesem Wochenende von Sindelfingen. Schaut's bei ihm vorbei. Er hat definitiv wesentlich mehr gefilmt als ich. Allerdings eben auch nur samstags. Wir hoffen natürlich, dass irgendjemand auch noch am Sonntag filmt. Ja, das werden wir uns dann natürlich auch reinpfeifen. Ja, aber jetzt schaue ich, dass ich am PC komme, um das Video zu bearbeiten.